Stadt oder in so einer Phase 1. Okay. Jetzt bin ich mal ein bisschen näher, ne? Ja. Bist du sicher, dass da Eisen in dem Fluid drin ist? Oder? Das sollte eigentlich vollständig anorganisch sein. Also man fühlt es in der Mitte am besten, weil da der Magnet ist. Und dann, okay. Was ist ein Ferrofluid? Also, keine Ahnung. Das ist magnetoreologisches Fluid. Die Partikel sind ein bisschen größer. Dies ist ein quasi wassergefülltes Rohr, wo man letzt im Grunde seinen Arm drauflegen soll und dann gibt hier ein bisschen eine Frequenz draufgegeben und dann soll man erfüllen, wo das Wachstum der Amplitude ist. Aha.